weiteres Spiel, was gerne gespielt wird, ist Pinke Panke Puster. Und zwar ist das gar nicht schwer, man kann es gut zu zweit spielen. Und man braucht nur einen kleinen Gegenstand, der gut in Kinderhände passt. Und ich habe einen Knopf gewählt. Und ich lege diesen Knopf jetzt entweder in die rechte oder linke Hand und zeige meinem Gegenüber, aha, der Knopf liegt jetzt in der rechten Hand. Und dann mache ich die Hand zu einer Faust und nehme meine zweite Faust noch dazu. Und dann geht's auch schon los. Pinke, Panke, Puster, im Keller ist es duster, da wohnt ein armer Schuster. Wo wohnt er denn? Wo wohnt er denn? Oben oder unten? So, und jetzt muss mein Gegenüber erraten, in welcher Hand der Gegenstand ist. Genau, das war alles. Und wenn er richtig geraten hat, kommt dann natürlich der Gegenüber dran. Wenn nicht, darf ich nämlich nochmal. Genau, und man kann es von der Schwierigkeit ein bisschen steigern, indem man das schneller macht. Pinke, Panke, Puster, im Keller ist das Duster und so ein bisschen durcheinander macht. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Oder auch den Knopf vorher nicht zeigt, sondern hinter dem Rücken den Knopf in irgendeiner Hand verschwinden lässt oder in einer Faust eher gesagt und macht es dann. Genau, das war's schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen.